Wir sind hier auf dem Bauernhof in Klein-Süstedt. Wir haben uns auf das Geflügel spezialisiert. Das bedeutet, dass wir hier 7600 Legehennen bei uns auf dem Betrieb halten. Dazu die Bruderhähne immer etwa Verhältnis 1:1. Und alle 2 bis 4 Wochen kriegen wir neue Küken. Das heißt, 2500 Küken kommen hier zu uns auf den Betrieb. Zu jeder Henne gibt es einen Hahn, der normalerweise aufgrund der Tatsache, dass er männlichen Geschlechts ist, direkt nach dem Schlüpfen einfach vergast wird. Und wenn wir alle miteinander wollen, dass sich dieses Thema ändert, dann bieten wir hiermit eine Lösung an. Ja, also wir sind hier sozusagen in unserem Männerwohnheim. Das sind die Bruderhähne. Das sind die Brüder unserer Legehühner, die sonst eben am Tag der Geburt aufgrund der Tatsache, dass sie männlichen Geschlechts sind, getötet worden wären. Und ich habe von so vielen Kollegen gehört, dass das nicht geht mit Bruderhähnen. Die sind so aggressiv und die beißen sich und machen sich tot gegenseitig. Kann ich nicht bestätigen. Die sehen doch echt relaxed aus, ne? Die Bruderhahn-Initiative ist ein Zusammenschluss von Landwirten und Handel. Hier haben wir den ganz, ganz großen Vorteil, dass wir erstmalig in der Lage waren, dafür zu sorgen, ab 01.01.13, dass die Bauern in der Lage waren, den Bruderhahn aufzuziehen, der Handel in der Lage war, ihn zu vermarkten und der Kunde ihn zu kaufen. Finanziert wird die Bruderhahn-Initiative mit dem Slogan 4 Cent für die Ethik. Das bedeutet, der Kunde zahlt 4 Cent mehr für die Eier, 3 Cent kriegt der Bauer, 1 Cent kriegt der Verein. Und mit diesem Aufschlag auf das Ei können wir also tatsächlich wirklich gewährleisten, dass für jede Henne ein Hahn aufgezogen wird und keinerlei Tötung von Hähnen sinnlos mehr stattfindet. Und ich denke, das ist ein ganz, ganz guter Beitrag und das macht mich stolz, Teil des Ganzen sein zu dürfen. So, wenn man sich die Jungs hier jetzt so anguckt, muss man sich doch überlegen und fragen, ist das 4 Cent wert pro Ei, dass man die nicht am Tag der Geburt aufgrund der Tatsache, dass sie männlichen Geschlechts sind, wegwirft.